Wir haben mal so eine kleine niedlichere Veranda, also wie so eine Terrasse. Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge Hausflipper, unseren Neubau-Renovierungssimulator. Ja, wir haben hier gerade so ganz komisch die Sauna eingerichtet. Ich weiß zwar nicht, wie das geht, aber es geht irgendwie. Gut. Ja, wir haben alle Räume fertig und werden jetzt hier mal das Feld räumen. Es ist etwas eigenwillig, also mein Geschmack wäre es nicht, aber okay, das muss ja jeder selber für sich entscheiden. Wir sind fertig mit dem Auftrag, hat 17.000 gebracht, ja, hat zwei lange Folgen gedauert. So, was können wir jetzt als nächstes machen? Was sagt unser Laptop? Mail. Keine neuen Nachrichten. Browser. Ja, dann sollten wir uns mal Gedanken machen. Ein kleines Häuschen zu kaufen. Erstes Büro. So, welche sind denn zum Verkauf? Oder fragen wir doch mal andersrum. 165.000 haben wir. Schön groß mit Garage. Garage mit Bunker. Schlechter Effekt. Ja, wir müssen ja auch noch Geld behalten für irgendwas. Also ich will im Augenblick nicht mehr als 100 ausgeben, aber ich denke mal das hier. Nein, das will ich nicht verkaufen. Ich will das andere verkaufen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ein bisschen sauber machen. Genau, Fenster putzen. Da auch.
Heizkörper einbauen. Sieht doch schon mal schön aus. Hier fehlt ein Heizkörper. Den bauen wir mal ran. Gut. Fenster putzen. Schwupp. Gut, das ist auch in Ordnung. Fehlt die Heizung, die kommt auch wieder ran. Ich glaube, die Heizkörper fehlen überall. Ach, ey. Überall diese Kakerlaken hier. Ey. Naja, okay, die Dusche musste mal neu, ne? Und das kommt auch alles weg. Wenn dann machen wir alles neu. Badezimmer. Die reicht mir. Zack. Okay. Spülbecken. Das drauf, das drauf, das ran, das rein, das. Okay, und die Dusche.
hier reinschrauben. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus. So, da kommt jetzt wieder der Heizkörper rein. Sauber. Oh, auch Kakerlaken, ey. Okay, was haben wir hier? Die Waschmaschine. Jetzt Einbau Waschmaschine. Sind immer noch Kakerlaken. Ey, wie komme ich gegen die Viecher an? Ja, komm mal hin. Ich will die Kakerlaken wegkriegen.
Gut. Denke mal, sauber ist es. Genau, das dachte ich mir nämlich, dass ich da irgendwo noch Fenster vergessen habe. Die gehen wir noch mal durch. Das Fenster ist sauber. Und ein Fenster putzen kostet kein Geld, das kostet uns nur Zeit. Und die Zeit kriegen wir dann ja hoffentlich bezahlt, indem wir dann einen guten Preis für das Haus kriegen. Gut, hier haben wir auch alles. Ja, ich meine, es müsste alles sauber sein. Das können wir auch nochmal machen, die Lampen durchgucken. Einfach mal einschalten. Ja, geht alles. Hier ist eine Lampe, aber kein Lichtschalter. Und hier ist das Licht an. Hier geht's. Hier noch mal ein. Gut. Wie sieht's hier aus? Lampen. Deckenlampen.
Würde ich sagen, machen wir Halogen. Einmal über dem Waschbecken. Da, da. Und hier hinten auch nochmal. Probieren wir sie mal. Gut. Gut. Hier hatten wir schon. Die geht auch. Geht auch. Deckenlampen, Halogen über der Dusche. Über dem Waschbecken und über der Toilette. Über dem Eingang brauchen wir keine. Einschalten. Ja, ist in Ordnung. Ist es an. Hier ist auch in Ordnung. Ja, leuchten alle. Tja, ich würde sagen, wie sieht es von außen aus? Hier haben wir so eine kleine niedlichere Veranda, also wie so eine Terrasse. Das ist auch okay. Das auch. Das auch. Und das auch. Ja, dann versuchen wir es doch mal zu verkaufen. Ja, aber ob wir das verkauft kriegen für den Preis, den wir uns dann im Endeffekt vorstellen, nämlich ganz einfach mit Gewinn. Ja, wir haben es gekauft für 84.000, haben ja einiges an Geld reingesteckt, haben es sauber gemacht, haben es repariert. Also ich denke mal 100.000 sollte es bringen. Mal gucken, ob wir es kriegen oder nicht, das seht ihr in der nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart. Mich würde es freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar, vergesst das Abo nicht. Bis dann, tschüss.